Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier heute zur Electric Devils Community Tour Herbst 2023 Saisonabschlussfahrt. Die Devils haben eingeladen und es sind eine ganze Menge Leute auch bei den momentan noch ein bisschen widrigen Wetterverhältnissen der Einladung gefolgt. Schaut mal hier, 40 Devils haben sich angemeldet, 36 sind jetzt auch am Start hier erschienen heute Morgen. Ich bin total begeistert und wir schauen mal hier, alte bekannte Gesichter hier. Jennifer ist auch da, morgen erstmal hier. Hi, du bist auch mit E-Bike hier heute unterwegs, erstmalig, ne? Nee, doch nicht. Ach Gott. Ich hab meine Frau hat vergessen. Meine Frau hat gesagt, hier, du hast ja schon das E-Bike jetzt gekauft oder besorgt, nee, aber nee. Ich wollte, guck mal. Aber ist nur... Und da bist du ja... Das wird umgebaut. Ja. Und ich warte halt noch auf den Umbau. Ah, alles klar. Und da bist du in guter Gesellschaft, nämlich der Hülse, hat er mir erzählt, hat nicht seinen Akku vergessen, der hat sein Steuergerät vergessen. Ne? Gucken hier, wo der hier gesteckt, der Hülse. So, da ist der Hülse. Da hat sich versteckt und gerade schon mit Jennifer gesprochen, die ist ja auch manuell unterwegs hier. Nein, du hast dein Steuergerät vergessen, ja. Und sie hat vergessen, den Motor montieren zu lassen. Das Rad mir noch umgebaut, ist noch nicht passiert bei ihr, muss auch passieren. Ja. Könnt ihr nebeneinander fahren, ne? Aber ich habe dicke Beine, ich meine anständige Beine. Ja. Mal gucken, ob es reicht. Okay, schauen wir mal, ne? Ja, genau, ein paar Steigungen geplant hier heute und ich habe die Strecke ja gar nicht geplant. Geplant hat der Harry vom Kanal Harry Radl, bei ihm schauen, wo der steckt. Da ist er. Der Harry, der hat die Strecke heute geplant. Du hast sie oder ausgeplant, zu Ende geplant. Und angestiftet wurde er hier vom Thomas, der hat ihn angestiftet. Genau. Aber du kommst auch gar nicht aus der Gegend hier, ne? Niederrhein. Nee, ich komme von Emmerich. Das ist ein Stückchen auch weg, ne? Ja, 90 Kilometer. Das siehst du, wir ja auch. Ja. Von daher machst du hier den Reiseführer heute und wirst uns hier wahrscheinlich dann mit Informationen. oder auch knapp. Ist ja auch egal. Ne? Wir wollen ein paar schöne Bilder zeigen hier, die schöne Landschaft, Ruhrgebiet. Mal wieder ein bisschen Werbung machen zum Radfahren hier. Hast du übrigens gesehen, da drüben steht ja extra das Bierzelt. Ne? Ja. Aber weil so viele Absagen waren, habe ich es jetzt abbauen lassen. Das Bierzelt, beziehungsweise hier nehmen wir es ja eine Halle. Das ist eine Veranstaltungshalle, Messehalle. Da ist heute Abend Betriebsfest von RWE und da tritt Robbie Williams auf. Haben sie gerade im Radio gesagt. Oh. Harry, dann danke ich dir, dass du es organisiert hast, dass wir nachher noch da ein bisschen Robbie Williams gucken können. Ne? Ja, siehst du, was ich alles für euch tue. Unwahrscheinlich begeistert meine Frau auf jeden Fall, als sie das gehört hat, dass sie heute Abend noch Robbie Williams geboren bekommt. So sieht das aus. Felix, gute Anreise gehabt? Moin, ja, habe ich. Super Anreise gehabt. Ja. Mit Hülse zusammen. Ich habe auch an alles gedacht. Computer, Akku, ich habe alles dabei. Ich bin voll einsatzbereit. Nur Hülse nicht. Nur Hülse leider nicht. Hülse hat das eh vergessen. Also ist das. Ich habe dann gleich noch was Schönes für dich. Ja, dann gucken wir mal, ne? Oh, guck mal, der Dieter hier aus Aachen, Herzogenrath angereist. Oh, richtig. Und hat geschrieben heute Morgen schon, richtig aufgeregt, richtig früh aufgestanden. 2 Uhr. Guck mal hier, der Dieter ist so richtig so ein Basteldevil. Hat sich eine Kiste gebastelt, wo unser eins natürlich ein anspruchsvolles Getränk unterbringen würde. Aber der Dieter, nein, er hat da seinen Ersatzakku drin. Und das Interessante ist, ach, der kannst du wirklich da auch laden? Nein, noch nicht. Ach so, das kommt noch. Wir dachten schon nämlich, als wir ein Foto gesehen haben, dass er schon direkt so verbastelt ist. Und da wird von mir demnächst auch noch was kommen. Ich habe nämlich, ich bin ja auch so ein kleiner Bastelfreund, ein bisschen was zu basteln für meinen Fahrradanhänger. Auch mit so ein bisschen Autonomie, also... schauen wir mal, ne, was man noch alles so basteln kann fürs Fahrrad. Und dann schauen wir mal, dass wir gleich loskommen hier. Wie gesagt, der Himmel wird blau. Da wollen wir hin. Und dann geht's jetzt gleich los hier. Ja, in so einer Gruppe mit 36 Personen zu fahren, ist natürlich eine Herausforderung. Da habe ich gerade noch eine kleine Rede gehalten. Die Kamera hat ja nicht aufgenommen, wie das dann so ist. Egal, dass wir halt straßenverkehrsordnungskonform hier als Konvoi fahren, nicht auf Radwegen fahren dürfen, in Zweiergruppen fahren. Und das Ganze auch kennzeichnen mit Warnwesten hinten. Die liebe Andrea, also meine liebe Frau, hat auch eine an. Mal gucken, könnt ihr gleich mal gucken, wie das Ganze von hinten aussieht. Ja, Freunde, und so manche Zufälle, die mag man ja gar nicht glauben, ne? Manche Gemeinsamkeiten, die man hat. Hat Peter das schon mitbekommen? Nee, was denn? Wir haben ja die Gemeinsamkeit, dass wir uns halt kennengelernt haben und gute Freunde geworden sind, ja. Und gleiche Hobby haben. Hast du nicht gesehen? So, mal sehen, gucken. Komm mal her, Andrea. Jetzt pass mal auf. Meine Frau, ne? Und deine Frau. Was fällt dir auf? Stell dich mal nebeneinander. Unfassbar, oder? Ja. Die haben den gleichen Fahrradhelm. Ja. Das ist unfassbar, oder? Wir haben so viele Gemeinsamkeiten. Das ist doch Karma, oder? Das ist doch, ja. Wir haben so viele Gemeinsamkeiten. Ja. Das ist unfassbar. Und wir haben eigentlich auch die gleichen Helme, ne? Den von Uwex, diesen für S-Pedelec. Ja. Hast du auch den von Uwex? Den habe ich auch. Mit einem Spiegelung, ne? Ja. Ja, und den gleichen habe ich auch. Ja. Also unglaublich. Unfassbar.
Ja, komm, die ersten 50 Meter gefahren, da haben wir schon zwei gefunden, die alles richtig gemacht haben, die nämlich hinten fahren wollten. Und wir haben uns nämlich direkt verfahren. Harry hat das Handy auf den Kopf gehalten, da war die Richtung falsch, Schimmelsrichtung. Und alle, die vorne weggefahren sind, ja, die fahren jetzt einen Kilometer weiter als wir. Ein Stück da lang und die nächste Hauptstraße. Kommen aber noch gar nicht so viele zurück, ne? Ja, Freunde, ich muss mal ein bisschen durchkämpfen, weil vor mir fährt jemand, der hat sich auch die wunderschöne Electric Devils E-Bike Rockerweste machen lassen. Lan Dill steht hinten drauf, aber den kenne ich noch gar nicht so richtig. Und da muss ich erstmal hier mich schlau machen. Ne? Du musst zu mir kommen. Ich muss zu dir kommen. Mal gucken, ich jetzt das Fahrrad festhalte, die Kamera festhalte und dir noch ein Mikrofon ins Gesicht halte. Und du hast ja auf deiner Weste vorne steht Thor. Ist das extra der nordische Gott? Oder? Das ist mein Nachname tatsächlich. Ach so, alles klar. Ja, das ist mein Nachname. Und im Freundeskreis war es halt irgendwann einfach Thor. Okay. Also mein eigentlicher Name ist Markus, aber unter dem kennt mich im Freundeskreis fast keiner oder keiner spricht mich damit an. Ja. Auch mein Paten kennt mich. Ja. Guck mal, ist ja so ähnlich wie bei mir. Ne? Ich heiße ja auch Swobo mit Nachnamen, kommt auch mal Buchstaben hinterher, aber ist ja egal. Und mit meinem Vornamen spricht mich eigentlich auch niemand an. Ich glaube, das Runterfahren gleich wird noch anspruchsvoller hier bei dem rutschigen Schotter. Aber schön hier, guck mal. Und der Harry hat natürlich wieder alle Kosten und keine Mühen gescheut und richtig was vorbereitet für uns hier nach 10 Kilometern knapp. Na gut, ehrlich sind es nur 7. Eine Lademöglichkeit, ne? Die ist direkt hier, die Ladestation hat er hier hingestellt. Und VP1. VP1 sozusagen. Auch passt natürlich in Devils Orange. Und da müssen wir natürlich auch jetzt mal bedeveln das Ganze. Wo wir gerade so schön hier stehen, mal ein bisschen Fahrradkontrolle. Muss mal gucken, wer sein Fahrrad noch nicht richtig gekennzeichnet hat hier. Das ist alles korrekt hier. Am Peter sowieso. Guck mal hier, was ist das denn? Da habe ich doch ein Fahrrad gefunden. Das ist noch gar nicht richtig gekennzeichnet. Ne? Wem gehört das denn? Unfassbar. Du hast auch noch keinen Aufkleber drauf von uns. Nee. Möchtest du einen haben? So. Muss ich mir Mühe geben, das gerade zu machen. Und für deinen Sohn gebe ich dir dann einen mit. Oder zwei. So, haben wir den nächsten direkt gefunden hier. Guck mal. Hält's mal kurz fest, bitte. Ich habe ja ein nicht vorschriftsmäßig gekennzeichnetes Fahrrad festgestellt hier unten. Machen wir es ja wie beim TÜV, ne? Direkt mal eben. Wenn wir ein bisschen drehen, dass man mich sieht hier unten. Genau. Die Linse so genau zu mir. Das ist tippitoppi. Ach. Sehr schön, ne? Ich glaube auch die Idee jetzt hier, die nicht gekennzeichneten Räder mit Devils-Aufklebern zu versehen, war gar nicht mal die schlechteste, weil du bist direkt jetzt ein Tauschgeschäft hier vorgeschlagen worden. Und da sage ich doch mal, ja, nehme ich an, ne? Was kriege ich denn, wie viel kriegst du denn? Wie viel Aufkleber für den Metwurst? Einer reicht. Einer reicht. So. Ich hätte mal trotzdem Ersatzaufkleber noch mit. Oh, sehr schön, da freue ich mich. Dankeschön. Tippitoppi. Mittlerweile 11.30 Uhr und 10 Uhr haben wir uns getroffen am Parkplatz. Okay, wir sind nicht direkt losgefahren, aber jetzt eine gute Stunde unterwegs. Kilometer 6 haben wir jetzt auf dem Tacho gerade klar gemacht. Heißt, wir haben eine ordentliche Devils-Geschwindigkeit. Wir sagen so 4 bis 6 km/h die Stunde im Schnitt. Das ist zum Streckenplan ein gutes Maß und da sind wir ganz gut dabei. Und weiter geht's.
ist man gerade erst ein paar Minuten her, dass ich mich über den schönen blauen Himmel und Sonne gefreut habe. Aber jetzt wird schon wieder fast dunkel hier. Ne? Das riecht schon so ein bisschen nach Regen. Wettervorhersage ist uns zwar gnädig, aber das heißt ja nicht, dass es sich auch dann so bewahrheitet. Aber wir sind ja nicht aus Zucker, ne? Und von daher kommen wir da auch mit klar. Und für die Technik, für die GoPro, die ist ja mit dem Media-Mod, so wie ich sie hier betreibe, und dem Funkmikrofon dran, nicht wasserdicht. Das Funkmikrofon schon gar nicht. Da sind die Öffnungen, die Anschlüsse ja nach oben, direkt zum Himmel. Habe ich mit einem 3D-Drucker, hier zeige ich euch mal, extra so einen kleinen Regenschutz gedruckt. Passt da genau drüber, dass das Mikrofon hier drunter und die Kamera halt nicht nass wird. Und das kriegt dann wahrscheinlich gleich mal seinen ersten richtigen Einsatz zum Ausprobieren. Ich mache mit dem Handy mal eben ein paar Fotos, dass ihr mal gucken könnt, wie der Regenschutz dann da drauf aussieht. Und der wird dann praktisch durch die Klemme vom Funkmikrofon festgehalten. Ja, Kilometer 18,5 und herzlich willkommen jetzt hier in Essen am Baldeneysee. Ein bisschen kenne ich die Ecke hier und ich weiß, hier kommt gleich ein Bütchen. Ich kann es auch schon sehen. 50 Meter. Ich habe ja schon mal hier übernachtet auf dem Campingplatz, auf meiner Rheinradwegtour und so weiter. Und jetzt schauen wir erstmal, dass wir den Flüssigkeitsakku im Körper ein bisschen nachladen. Selbstbedienung, da wird Zeit, da müssen wir hin, da ist das Ziel. Und offensichtlich gibt es ja auch nur vernünftige Gebinde, wie ich sehe, wenn wir gar nicht erst hier... Sehr gut. So Freunde, ich muss auch mal gucken jetzt hier. Machen natürlich jetzt, wie Sie das gehörte, kulturell im Ruhrgebiet eine Pause am Bütchen und trinken natürlich gepflegt hier ein ortstypisches Getränk. Oh, Vorsicht, hier liegt ein Fahrrad. Und da muss ich mich doch mal eben schlau machen, weil ich nämlich auch den ersten Devil dabei, der nicht sich über die Facebook-Gruppe angemeldet hat. Und das geht ja seit einigen Wochen auch erst, dass man jetzt sozusagen Facebook-loser Devil sein kann. Und das ist der Ralf, der Jerry. Und wie gefällt es dir heute? Ist das so, wie du es vorgestellt hast? Perfekte Tour, absolut. Weil du ja jetzt gar keine Vorinfos hattest, weil in der Gruppe natürlich vorher tagelang eine Stunde sich ausgetauscht wird mit den Leuten, die sagen, da machen sie sich so ein bisschen heiß gegenseitig. Dieter konnte seit 2 Uhr heute Morgen nicht mehr schlafen, hat er gesagt, weil er so aufgeregt war. Also erstens habe ich nicht erwartet, dass so viele Leute da sind. Zweitens habe ich nicht erwartet, dass so viele verschiedene Leute die gleiche Meinung haben können und sich so austauschen können. Ja. Sofort freundlich aufgenommen worden. Also schreit nach einer Wiederholung, auf jeden Fall. Ja, schön. Seht ihr, und wenn ihr euch jetzt auch motiviert und angesprochen fühlt, ne? Einfach melden hier. Seht ihr, man muss auch keinen Facebook-Account haben. Einfach auf der Webseite, ist unten verlinkt im Video, melden. Und wir freuen uns über jeden, der dabei ist und auch bei den nächsten Touren uns dann hier begleitet. Genau. So sieht das aus, ne? Ja, Freunde, uns E-Bike-Fahrer wird ja immer nachgesagt, ne? Ihr müsst euch ja gar nicht anstrengen, ist ja gar, fährt ja alles wie von alleine. Meinst du jetzt nicht mehr? Ich hätte nämlich jetzt keine Steuereinheit mehr. Der hat dem Hülse mal gegönnt, jetzt hier nach gut 20 Kilometern, weil er ja seine vergessen hat, haben wir schon erwähnt. Akku hat er trotzdem eingelegt, war jetzt auch ganz pfiffig. Ja, Hauptsache. Hat jetzt meine Steuereinheit und... Ist ja sonst kein E-Bike.
Genau. Und ich kann auch mal ein paar Meter ohne fahren. Tut mir auch mal ganz gut. Hier ist es ja gerade. Ja, eine der größten Herausforderungen hier heute bei der Tour ist natürlich, als Gruppe zusammenzubleiben. Mit 35 Leute sind wir, mit 35 Personen. Und mittlerweile sind aber alle jetzt da. Kommt gleich eine Steigung und dann fahren wir mal vorne weg schön langsam. Das ist nämlich, glaube ich, gar nicht so einfach. Ne? Konsequent richtig langsam fahren vorne, damit alle in der Gruppe geschlossen bleiben. Und da geht es jetzt irgendwie angeblich ein bisschen bergauf. Ne? Schauen wir mal. Noch eine große Herausforderung ist natürlich, wenn man in so einer großen Gruppe unterwegs ist und viele, die die baueigenen Fahrräder haben, Riso, Müller oder KTM oder Cube oder sowas, muss man unterscheiden können. Da haben wir uns ja alle oder viele von uns ja so kleine Figürchen vorne drauf gemacht. Ne? Und du hast ja jetzt auch hier ganz interessanterweise. Ja, passend zur Gruppe habe ich mir gedacht, machst du dir den Teufel vorne drauf? Sehr schön. Wenn wir den ins Bild bringen jetzt hier. So. Habe ich tatsächlich gestern erst festgezurrt vorne drauf. Der macht seine erste Ausfahrt. Kabelbinder an die Füße. Genau. Aber hält. Hält, ja. Und wer halt hat recht, sage ich immer. Genau. Und hier schön die USS Enterprise, die NCC. 1701. Auch cool. Nicole, du hast noch gar nichts da vorne drauf. Kommt drauf. Mettwürstchen oder so? Genau, Mettwürstchen. Ich hab mal so ein kleines. Wer doch was. Muss ich mal gucken da hinten. Ich weiß ja, der Erik hat aus seinem Rudi ja. Den Willi. Na schauen wir, was die anderen noch so da rangebastelt haben. Harry hier sein. Das Vader. Wo ist mein Rad? Ach hier. Bei mir der Faxe. Ein Lego-Männchen. Und der Dieter hier schön auf Rasen den Obelix. Komplett schon gebucht, ja? Der ist in der Festkarte geschraubt? Nee, hat er geklebt. Dieter, ist der geklebt, der Obelix? Ja, ja. Und der hält auch so ohne, reingeklebt mit Heißkleber, oder? Heißkleber. Ah ja. Und die Damen haben, die haben auch gar nichts am Fahrrad vorne dran, ne? So eine schöne kleine Figur für vorne drauf. Schon mal drüber nachgedacht? Was dürfte es denn dann sein? Kleiner Robbie Williams? Hätte sie gerne, war nichts da. Der Felix hier, was von Iron Maiden. Die Figur heißt eigentlich nur Eddie. Das ist das Maskottchen von Iron Maiden. Aber der volle Name ist Edward T.H. Und so heißt auch mein Rad. Ja, Freunde, mittlerweile eine Viertelstunde später. Wir stehen immer noch hier. Wir stehen auch ganz gut hier. Ne? Und darum geht es ja bei so einer Devil's Tour. Wir wollen ja keine Rekorde brechen oder irgendwelche großen Geschwindigkeiten oder Streckenrekorde erreichen. Nein, wir wollen einfach nett beisammen sein und nett unterhalten. Und hat Harry wieder gut geschafft hier heute mit der Planung. Ne? Und gleich freuen wir uns schon in 3 Kilometern auf die Gastronomie. So, kleiner technischer Defekt, jetzt hier in der Steigung die Kette abgesprungen, aber da sind wir natürlich als Devils eine Gemeinschaft, da warten wir natürlich und helfen. Ne? Wenn ich jetzt gerade frage, warum der Erik so schwer atmet, Erik hat jetzt Hildes Fahrrad. Einer muss jetzt hier immer, beziehungsweise zwei, Jennifer zieht es ja alleine durch. Immer ohne Motorunterstützung fahren. Und auch immer wieder schön finde ich jetzt hier unsere Westen, wenn man dann die Gruppe fahren sieht hier. Ist immer wieder beeindruckt. Der Felix doch für eine tolle Idee hatte. Ich habe gerade noch mal kommentiert hier, wie cool das doch aussieht mit den ganzen Westen. Das war ja deine mit Idee. Mit den Kunden. Mit den Kunden, Entschuldigung, mit den Kunden. Ja, das, bin ich, also muss ich auch ganz ehrlich sagen, als Initiator dieser Idee mit den Kunden, ich bin so dermaßen stolz darauf, wenn ich die Leute sehe, wenn ich diese Masse an Kunden einfach sehe, das überwältigt mich. Das ist ultra geil und ich freue mich schon auf die ganzen neuen Kunden, die es alle noch geben wird irgendwann. Und alle Leute, die da mitmachen wollen, geil. Ist einfach super. Genau. Und darum schließe ich mich natürlich an. Es ist alle herzlich eingeladen, Electric Devil zu werden. Und die Kutte gibt es nicht automatisch dazu. Da muss man sich schon so ein bisschen verdienen. Sprich, man muss so ein Community-Wochenende mit uns verleben. Und danach darf man sich auch eine Kutte zunehmen.
So, Freunde, Kilometer 30,5 jetzt hier im Brauhaus in Velbert. Hier sind wir richtig. Hier machen wir erstmal ganz was Ungewohntes heute. Eine kleine Pause. Ja, es waren noch ein paar kleine Impressionen jetzt hier aus dem Brauhaus in Velbert. Mittlerweile auch schon 17.15 Uhr und Ende Oktober 17.15 Uhr heißt hier, Freunde, die Sonne geht gleich unter. Und wir haben noch 17 Kilometer vor uns, das heißt, es wird die erste Electric Devils Nachtfahrt. Vor einem Jahr haben wir die erste Electric Devils Ausfahrt überhaupt in Wallenhorst, damals auch im Oktober. Und gleich wird es dunkel. Ich bin mal gespannt hier bis jetzt. Toi, 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 ich will doch nicht heraufbeschwören, nichts passiert. Und super Stimmung hier, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ne? Also das sind schon wirklich erwachsene Portionen, die hier serviert werden für einen sehr überschaubaren Taler. Sehr, sehr ehrliche Küche, lustige Kellner haben wir auch noch. Wenn ihr jetzt denkt, oh, das ist eine schöne Strecke jetzt hier im Ruhrgebiet, um Essen da bald in der See ein bisschen rumfahren und lecker im Brauhaus hier in Velbert essen gehen. Die Strecke verlinke ich natürlich unter dem Video. Ich hoffe jedenfalls, dass mir die jemand zur Verfügung stellt von den Anwesenden, weil ich habe selbst mein Navigationsgerät gar nicht mitgenommen. Ich bin ja auch nur sozusagen jetzt Gast bei der Tour und radel dem Harry immer fleißig hinterher. Aber ich denke mal schon, dass er rausrücken wird. So langsam wird es jetzt ja auch dunkel und der Felix ist hier praktisch unser Leuchtturm im Fahrradmeer mit Backbord- und Steuerbord-Kennzeichnung hier hinten am Rad. Einwandfrei! Wir sind hier über die Ladefläche von einem Waggon gefahren. Und von der Seite hier sieht man den Waggon ja auch. Den haben wir hier so eingehangen. Das ist schon eine coole Idee. Ja, hier kann man schön sehen, dass Herbst wird, hier Ende Oktober, aber es Herbst ist. Federweißer gibt es ja auch schon, tippitoppi. Sehr schön. Ja, liebe Leute, ich habe mich jetzt mal hier vor mein Fahrrad gehockt, ins Fahrradlicht, dass man überhaupt noch sehen kann hier im Dunkeln. Mittlerweile 19 Uhr, ist dämmert schon ganz ordentlich, um nicht zu sagen, es ist schon richtig dunkel. Wir haben also 9 Stunden jetzt gebraucht. Na gut, wir waren in der Gastronomie, haben oft eine Pause gemacht für die 50 Kilometer hier, Electric Devil, Herbsttour, Saisonabschlussfahrt in Essen-Essen-Kettwig hier am Flughafen Mülheim. Und der Harry hat super vorbereitet, mal gucken jetzt im Dunkeln hier, ob ich ihn auch finde, ob man was sehen kann. Jedenfalls eine durchweg gelungene Veranstaltung, sag ich mal. Mir hat es eine Menge Spaß gemacht hier und ich hoffe euch auch beim Zusehen und wie schon zwischendurch und am Anfang erwähnt, wenn ihr auch Devil sein wollt, wenn ihr dabei sein wollt, überhaupt kein Problem hier, checkt das mal aus und in der Videobeschreibung gibt es die Links dazu. Man muss auch nicht mehr unbedingt Facebook haben, um dabei zu sein. Und bei den Geschwindigkeiten kann auch jeder wirklich gut mithalten und wird immer gewartet auf die letzten. Heute waren ja auch 2 halt ohne Motorunterstützung dabei. Jennifer muss sich das E-Bike sozusagen noch bauen, hätte den Motor immer noch nicht eingebaut in ihr Vorderrad. Und der Hülse hatte ja nun mal seine Steuereinheit vergessen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Euer Swobo. Ciao.